Oh, da ist aber. Nein. Nein. Hinter jedem Fund verbirgt sich eine spannende Geschichte. Oftmals weiß man nicht genau, was passiert ist oder wie der Fund dort auftauchen konnte. Schlussendlich kann man das Gebiet absuchen und sich aus den gefundenen Gegenständen eine kleine Geschichte zusammenreimen. Doch am Ende ist es jedoch nur eine Vermutung. In diesem Video haben wir einige spannende Funde bergen können. Vielleicht habt ja ihr eine passende Geschichte zu den gefundenen Objekten. So, wir sind auch schon bei unserem ersten Signal und es ist ein, ja, eigentlich ein reines 90er-Signal. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ah, doch, da drüben mehr. Und hier ist eine Mulde. So eine Art Mulde. Schauen wir mal. Habe ich es jetzt schon rausgegeben? Okay, es ist doch hier. Bohren wir nochmal ein kleines Loch rein. So, jetzt, das schaut schon gut aus. Ah ja. Was haben wir hier? Das gibt's ja nicht. Das erste Signal. Das ist eine Coin. Holy moly. Das erste Signal und gleich eine Coin. Ich glaub's nicht. Yes, 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 yes. Die ist sehr schön erhalten. Und es ist ein Kreuz aus 1851. Damn! Holy moly. Erstes Signal und gleich ein Kreuzer. Und der ist echt schön erhalten. Wow. Gut, ja, so kann's anfangen, würde ich sagen, oder? Machen wir zu. Und weiter geht's. So, schauen wir mal, ob sich hier unten was verbirgt. Okay, ausschlagen tut nichts. Schau trotzdem mal mit dem Killpointer rein. Weil manchmal sind da doch noch Sachen versteckt. Aber in dem Fall denke ich leider nicht. Na gut, weiter geht's. Hier haben wir unser nächstes Signal. Ja, wieder so ein kleines. Aber es strahlt doch aus. Ich werde sicherheitshalber doch mal nachschauen. Weil nicht, dass da irgendwas super Cooles liegt, aber einfach das Signal durch die trockene Erde. Durch die trockene Erde dann gefälscht wird. Was mal hier. Upsa. So, mit dem ganzen Block. Okay, ist auf jeden Fall hier drinnen. Aber das ist was sehr Kleines. Könnte auch ein Nagel sein. Oder? Nein. Jawohl! Das schaut mir nach einem Art Schmuckstück aus. Seht ihr? Genau das meinte ich. Grabt ab und zu mal auch die kleinen Signale aus. Obwohl die meistens eh nur Müll sind, aber in dem Fall ist es, denke ich zumindest, ein Schmuckstück. Na gut, nehmen wir auf jeden Fall mit. Machen wir zu und weiter geht's. So, wir sind auch schon beim nächsten Signal und zwar ein 46er, 48er. Ja, das bin ich, danke. Schauen wir mal, ob es überhaupt noch da ist. Na doch, eher hier drüben. Ah ja. Oh, was ganz Feines. Was bist denn du? Damn! Okay. Ganz fein, dass es mir nicht abbricht. Das wär natürlich schlecht. Aber es schaut mir aus, wie als wäre es eine Kette und dass das einen Schlüssel symbolisieren soll. Oder? Jedoch, welche Bedeutung der Schlüssel hat, das weiß ich leider Gottes nicht. Aber ein sehr, sehr schöner Fund. Heute läuft es ja richtig. Na gut, machen wir zu und weiter geht's. Ja, manchmal läuft es einfach. Manchmal läuft es einfach.
Und manchmal findet man halt nur Dosen, aber verschreien wir es nicht, ja? So Leute, ich habe vergessen, euch da dazu zu schalten. Es war ein 40er-Signal und es ist wieder so ein Schlüssel. Das gibt's ja nicht. What the hell? What the hell, wirklich? Der zweite Schlüssel für heute. What? Hä? Warte, ich muss mir da noch einmal den anderen Schlüssel anschauen. Ob die da irgendeine Art von Verbindung haben. Ich meine, es könnte gut sein, aber ich denke, dass das unterschiedliche Schlüssel sind. Also ich glaube nicht, dass die beiden miteinander zusammenhängen. Weil das eine schaut wirklich aus, wie als könntest du vielleicht so eine kleine Truhe damit aufmachen. Über die Truhe würde ich mich jedoch freuen, falls ich sie noch finde. Aber der andere ist eindeutig ein Anhänger. Crazy. Okay, gut. Das gebe ich rein. Schauen wir mal, ob wir die Kiste noch finden. Na gut, weiter geht's. Da, wo ich den Schlüssel gefunden habe, kam noch ein Signal. Ein 40er-Signal. Könnte sein, dass das vielleicht der zweite Teil davon ist oder noch ein Schlüssel. Ich weiß es nicht, aber wir können es auf jeden Fall herausfinden. Nein, das 40er-Signal ist hier. Versteh's nicht. Was verbergen diese Schlüssel für eine Botschaft? Was will mir das Leben damit sagen? Dass ich jetzt selber noch ein bisschen das so... Okay, du piepst hier. Und was ist es? Es ist noch ein Schlüssel. Ich versteh's nicht. What? Hä? Wer hat hier so viele Schlüssel verloren? Also so, es sind ja nicht mal Schlüssel, es sind so Schmuckschlüssel. Die haben ja keinen Gebrauch. What? Ich meine, es könnte sein, dass es von einer Kette war, dass da mehrere Schlüssel drauf waren. Aber irgendwie ist das schon sehr interessant, oder? Das ist sogar ein sehr schöner Schlüssel. Auf jeden Fall ein verzierter Schlüssel. Wow. Damn. Der ist auch voll schön. Crazy. Also irgendwie ist das schon echt strange. Was glaubt ihr, von was das war? Oder was für eine Geschichte das erzählt? Na gut, weiter geht's. Haben wir das nächste Signal und zwar ein reines 50er-Signal. Okay. Hier müssen wir ein bisschen die Erde frei machen. Ist ja kein Problem für uns. Und hoffen wir, dass es nicht wieder eine Abziehlasche ist, sondern vielleicht etwas Cooles. Ich meine, es könnte natürlich auch eine Patronenhülse sein. Hier auf der Seite. Okay. Ich habe da schon was gesehen, denke ich. What? Was bist du? No way. No way. Sag mir nicht, dass das von einer Pistole ist. So ein Abdrücker. What? Ist auf jeden Fall eine Verzierung drauf. Aber Leute, ich sag's euch, das schaut so aus, wie als wäre hier irgendeine Art von Druckmechanismus drinnen. Man muss nicht unbedingt von einer Pistole sein. Aber irgendwas zum Verschieben? Schwierig zu sagen. Meine, es schaut aus, wie es, als würde es hier sich so weiter fortsetzen. Und dass man hier das dann irgendwie so abziehen konnte. Auf jeden Fall wirklich ein sehr schöner Fund. Machen wir zu. Und weiter geht's. Hier neben diesem Baum hier ein 63er-Signal. Ich nehme mal aber an, dass hier vielleicht Leute gechillt haben. Oder hier Leute vielleicht ein bisschen was getrunken haben und... Ist eigentlich nur eine... Oder es sind 10 Cent. Damn. Very nice. Gut, nehmen wir mit. Und weiter geht's. So, hier neben dem Baum könnte vielleicht noch mehr Geld liegen. Weil hier haben wir ein 93er-Signal. Das könnte vielleicht 1-2 Euro sein. Okay, ich werde das mal hier so einen kleinen Stoß machen. Ich meine, es könnte natürlich auch eine Dose sein. Das, wow. Oh, da ist aber... Nein. No way.
What the hell? Bitte lass es was Cooles sein. Oh my God. Was bist du? Wait a minute. Mach das vorsichtig auf, weil falls hier irgendwas vergraben wurde. Okay, hier ist etwas drinnen. Es sind so ganz viele kleine Sachen hier versteckt. Okay. Ich mache mal nur eines auf. Hä? Ist ja voll komisch. Oh, die sind richtig fest. So, vielleicht finde ich eines, welches man leichter aufmachen kann. Aber die sind alle fünfmal umwickelt. Was ist heute los? Ich verstehe es einfach nicht. Aber Leute, ich sag's euch, ich bin gespannt, was hier jetzt drinnen ist. Die Dose selbst schaut, ja, die schaut schon ein bisschen älter aus, muss man schon sagen. Also, ich glaube nicht, dass das frisch ist. Wenn ich wüsste. Oh, man kann es auch von der Seite öffnen. Und es sind Steine. Ah. Hätte ich mir jetzt schon mehr erwartet. Irgendwie. Und noch ein Steinchen. Ich denke, dass das vielleicht von einem Kind ist oder so. Beziehungsweise so Steine. Ich weiß nicht, die ist schon sehr komisch. Warte mal, ich gebe das mal wieder zurück. Es kann ja sein, dass es irgendein Kind versteckt hat und sich dann bestimmt darüber freuen wird, wenn es das wiederfinden kann. Tut mir auf jeden Fall leid, Kind, falls du das jemals sehen solltest. Ja, ich wollte deine Steine hier nicht ausgraben. Ich lege das da mal wieder rein. Kann wirklich sein, dass ein Kind das vergraben hat und es dann ihm also irgendwann wieder ausgraben möchte. In dem Fall mache ich mal eine Ausnahme und werde das hier wieder reingeben, wo es auch war. Ich will ja nicht, dass das Kind sich dann denkt, hey, meine Dose ist weg. Na gut. Sorry, Kind. War nicht meine Absicht. Wir werden das hier noch ein bisschen retuschieren, dass nicht irgendwer auf die Idee kommt, das irgendwie wegzumachen. Okay, gut. Ich glaube, das sollte passen. Wir sind auch schon am Ende des Videos angekommen. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mir noch nicht folgt, dann folgt mir, denn Folgen ist umsonst und umsonst ist immer gut. Und für diejenigen, die das letzte Video noch nicht gesehen haben, dann findet ihr hier oben rechts einen Linky Roni Doni. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!